Sukha Supta Kurmasana ist die einfache schlafende Schildkröte. Besser würde man sagen, die entspannende schlafende Schildkröte oder auch die schlafende Schildkröte oder die auf dem Bauch liegende Schildkröte. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gibst du die Knie etwas auseinander und gibst dann die Arme unter den Kniekehlen hindurch, wie für jede Schildkröte. Dann hebst du die Hände hoch und du verhakst die Finger hinter dem Rücken. Das ist jetzt erstmal die normale Schildkröte. Schlafende Schildkröte ist es natürlich erstens, weil die Finger verhakt sind. Die normale wäre mit gestreckten Armen. Und jetzt faltest du noch die Hände, die Füße hinter dem Kopf. Du gibst also einen Fuß hinter den Kopf und dann den anderen. Und dann die Unterarme wieder hinter dem Rücken und die Finger verhaken. Und das ist dann Supta Kurmasana. Sukha Supta Kurmasana ist es, wenn die Füße noch nicht hinter dem Kopf sind, wie Rafaela es vorher gezeigt hat.